Also vor einer Woche haben sich unsere Laufenten noch nicht so frei im Garten bewegen traut. Aber jetzt werden sie, ja, natürlich müssen die immer abhauen, wenn ich sie filmen will. Die sind ein bisschen kamerascheu, so wie es ausschaut. Die werden auch nicht wirklich zahm, also das könnt ihr vergessen. Dazu sind sie auch nicht da. Also ich hege die Hoffnung, dass die sich wirklich um einen guten Teil unserer Schnecken kümmern. Wir werden natürlich weiter sammeln, aber wenn es klappt, dann kriegen wir das unter Kontrolle. Ich möchte nur, damit ihr eine Vorstellung davon habt, wovon ich hier rede. Wir haben vor 2 Jahren war es auch so feucht, relativ zeitig, da haben wir in einer Woche 2000 Schnecken eingesammelt. Und 3 Tage später waren wieder genauso viele da. Hallo Freunde, da ist wieder der Georg vom Kanal Georg geht raus, dem Kanal für Selbstversorgung und mehr im Mostviertel. Tja, ich will nicht jammern, aber das Wetter ist derzeit wirklich eine Katastrophe. Jetzt ist gerade einmal 2 Stunden die Sonne heraus. Ich stehe provokant mit der kurzen Hose da. In Wirklichkeit ist die Temperatur nicht dementsprechend. Ich glaube, wir haben 12, 13 Grad und das Mitte Mai. Sei es wie es sei, mir geht es heute um ein Thema, das uns alle betrifft. Und zwar sind es die Schnecken. Und zwar nicht irgendwelche, also nicht die mit dem schönen Gehäuse, wurscht ob Weinbergschnecken oder andere, sondern diese eingeschleppten Nacktschnecken, die sich zu einer Landplage entwickeln und bei uns keine natürlichen oder wenige natürliche Feinde haben. Einen haben wir im Haus und heute soll es mal gehen darum, wie wir die Schnecken bekämpfen. Wir machen das auf verschiedene Art und vielleicht ist das eine oder andere dabei, das euch hilft. Also Nacktschneckenbekämpfung. Zuerst müssen wir mal klären, wo sind die Dinger überhaupt? Also die Nacktschnecken, die sammeln sich normalerweise untertags unter Holz, unter verdeckten Plätzen, wo sie genug Feuchtigkeit vorfinden, bis zum nächsten Regen, bis zur Abenddämmerung, beziehungsweise am Morgen kommen sie auch raus, im Morgentau. Und da legen sie auch ihre Gelege ab. Da haben wir zufälligerweise sogar eine Tigerschnecke, von der ja immer wieder behauptet wird, dass sie die Gelege von den normalen Nacktschnecken fressen würde. Ich habe keine Ahnung, ob sie das tatsächlich tut und wenn ja, dann zu wenig. Jung schauen die Schnecken so aus. Da. Ein Gelege sehe ich jetzt gerade nicht. Und wo sie sich noch gerne verstecken, zeige ich euch auch. Das ist auch einer der Lieblingsplätze von den Schnecken und zwar ist es in unserem Hochbeet. Da entsteht mit der Zeit ein kleiner Spalt zwischen Erde und Hochbettwand. Wurscht, ob das jetzt Holz ist oder wie in unserem Fall Ziegel. Und in diesem Spalt sind sowohl die Gelege als auch die Jungschnecken und, wenn die Spalten größer sind, auch die Nacktschnecken. Und jetzt, wo wir das wissen, können wir natürlich eine der einfachsten Strategien anwenden. Und das ist folgendes. Nehmt entweder Holzbretter, aber möglichst kompakte, damit ihr sie auch anständig nehmen könnt, oder so Plastikdeckel, entweder im Ganzen oder halbiert, und legt die an den Rand vom Hochbeet. So. Und wenn dann jetzt da drunter ein bisschen Feuchtigkeit entsteht, das dauert ein bisschen, einmal über Nacht, dann sammeln sich da drunter die Schnecken. Und wenn's, das müsst ihr halt dann regelmäßig kontrollieren. Und wenn es dann soweit ist, dann nehmt ihr die Bretter weg und sammelt die Schnecken ganz einfach ab. Das ist eine ganz einfache Strategie, das könnt ihr überall machen, wo ihr seht oder bemerkt, dass sich Schnecken sammeln. Funktioniert zuverlässig
und ihr kriegt einen guten Teil der Schnecken eingesammelt. Eine zweite Möglichkeit sind solche Schneckenkragen. Die sind jetzt aus Kunststoff, die gibt es auch aus Metall, allerdings bei unserer Menge an Pflanzen absolut illusorisch. Die kosten echt ein Vermögen. Machen Folgendes: Wenn die Jungpflanze eingepflanzt ist, den Schneckenkragen drüber stülpen, in die Erde ein bisschen reindrücken, schauen, dass rundherum nichts den Schnecken den Weg rein erleichtern würde. Ja, also der Abstand zwischen dieser Kante und dem Boden sollte groß genug sein, damit die Schnecken nicht rein können. Das funktioniert ganz gut. Ich habe schon einiges gehört, manche stehen drauf, dass sie die Schnecken mit einer Schere auseinanderschneiden, sind sie auch dort. Finde ich, was auch geht, manche machen das, die Schnecken salzen, ist in meinen Augen einfach eklig, weil ich dann die halb aufgelöste Schnecke im Garten habe und eine Schnecke fällt mir nicht auf, aber wenn es da um hunderte und tausende Schnecken geht, ist das nicht witzig. Wir haben mehrere Strategien jetzt in Anwendung, sage ich mal so, und eine davon ist, also ein Teil davon, da mein Supsi-Hund, das mir ständig auskommt, unsere Laufenten. Die dürfen jetzt frei im Garten laufen und Laufenten sind einer der größten Feinde und einer der seltenen Feinde der Nacktschnecken. Bitte beachten, wenn ihr Laufenten habt, die brauchen freien Zugang zu Wasser, weil erstens einmal sind es Enten und zweitens, wenn sie Schnecken fressen, brauchen sie unbedingt direkt danach Wasser, weil sie ansonsten an den Schnecken ersticken könnten. Also das bitte immer beachten, wenn ihr euch dazu entschließt, Enten anzuschaffen. Also in diesem Laufenten sind hier speziell gefragt. Die brauchen unbedingt Wasser, wenn sie Schnecken fressen. Aber ich habe jetzt auch noch eine neue Strategie mir überlegt. Gut, also die Laufenten, die sollen sich im Prinzip um den Garten kümmern, um den Boden, aber die kommen mir leider nicht ins Hochbeet rein. Ich würde sie sogar reinlassen, aber sie schaffen es nicht, hier rauf zu hüpfen. Und jetzt weiß ich, dass die Schnecken bevorzugt hier an den Rändern sind, wo so ein kleiner Spalt ist. Und jetzt habe ich mich schlau gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, mit Brandkalk zu arbeiten, also mit ungelöschtem Kalk. Den streue ich dünn auf diese Ränder drauf und der Löschkalk, also der ungelöschte Kalk, der ist ja, bitte passt mit dem Zeug auf, das ist wirklich gefährlich, das ist ein tückisches Zeug, also bitte immer, immer höchste Vorsicht walten lassen, dann bitte immer Schutzbrille, Handschuhe, Mundschutz und möglichst bei Windstille verwenden. Und nie, nie auf den normalen Gartenboden oder auf eure Hochbeeterde streuen. Immer nur, wenn ihr das tatsächlich probieren wollt, immer nur an den Rand, wo unter Garantie bei euch jetzt mal nichts wächst. Weil, was macht der ungelöschte Kalk? Der reagiert mit Wasser. Teilweise wird er jetzt noch kleinräumig verwendet. Dann wird der mit Wasser gelöscht. So nennt man das. Das erzeugt eine ganz starke chemische Reaktion. Das fängt zu blubbern und zu arbeiten an und es entsteht Hitze. Aufpassen bitte, wenn ihr das mal in einem Geschirr oder irgendwas probieren möchtet, was da los ist. Da entstehen bis zu 180 Grad. Da hat es schon Fälle gegeben, das kann durchaus ausreichen, diese 180 Grad, um ein Feuer zu entzünden. Ich möchte es nur dazu gesagt haben, wir haben ja da jetzt kein Stroh oder kein Heu, aber die Hitze ist enorm. Man nimmt den ungelöschten Kalk auch zum Beispiel, wenn ihr eine Biodonne habt und im Hochsommer, die meisten machen ja den Fehler, den Deckel zuzulassen, wachsen da drin Fleischabfälle zum Beispiel,
Maden, ganz hervorragend. Und um das zu vermeiden, kann man Löschkalk, ungelöschten Kalk draufstreuen. Was soll der ungelöschte Kalk jetzt bewirken? Wie gesagt, es reagiert mit Wasser. Egal wo Wasser drin ist, das reagiert mit ungelöschtem Kalk. Die Schnecken kriechen da drüber, speziell die jungen Schnecken, das würde mir am besten gefallen. Und der Kalk soll mit der Feuchtigkeit der Schnecke reagieren und sie somit töten. Das wäre an und für sich mein Wunsch und das soll auch funktionieren. Zumindest habe ich das so recherchiert. Also um es kurz zu machen, Nacktschnecken kriegt ihr nicht so leicht los. Unsere Strategie, die wir jetzt verfolgen, ist eine mehrteilige. Einerseits natürlich hegen wir die Hoffnung, dass unsere Laufenten uns dabei fleißig unterstützen. Die fressen Nacktschnecken liebend gern, brauchen dann allerdings immer Zugang zu Wasser, weil es ansonsten die Gefahr besteht, dass sie ersticken. Ich halte nichts von Schneckenkorn, ich will das nicht im Garten haben, das könnten auch die Enten fressen, dann habe ich wieder Probleme mit den Enten. Ich habe Katzen, ich habe Hühner, es kommen auch andere Tiere zu uns in den Garten. Nein, geht nicht. Die Gefahr ist viel zu groß, dass anderen Viechern irgendwas passiert. Obwohl es immer heißt, Säugetiere haben kein Problem mit den modernen Schneckenmitteln, mit den modernen Schneckenkörnern, aber ich will es gar nicht riskieren. Jetzt bleiben nur wenige Möglichkeiten. Das eine ist natürlich absammeln. Am Morgen, am Abend, nachdem es geregnet hat, wo die Schnecken noch heraus sind, im feuchten Gras, an den typischen Stellen, wo sie sich verstecken, also unter Steinen, wenn irgendwo ein dichtes Büschel Gras ist, das reicht schon, oder wenn sie zum Beispiel, so wie bei mir, da liegen öfter mal Äste, Zweige irgendwo herum, da sammeln sie sich auch. Überall, wo es feucht ist, wo sie sich feucht halten können, dort sammeln sie sich. Ich habe es euch auch gezeigt beim Hochbeet, da dieser schmale Schlitz, der da entsteht zwischen Erde und Hochbeetwand, da ist auch ein bevorzugter Platz und gerade in den Abendstunden oder wenn es geregnet hat oder auch am Morgen wieder Morgentau, hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Feuchtigkeit, dann kommen sie raus. Da kann man sie absammeln. Ja, salzen, also den Schnecken hinterherlaufen und mit Salz bestreuen, das ist, finde ich, eklig. Und ich gehe barfuß durch die Wiese. Muss ich weiterreden? Nein. Schnecken auseinanderschneiden habe ich auch öfter gehört. Fällt für mich in die Kategorie Unsinn ab einer gewissen Menge und ist genauso eklig. Also wir nehmen schlicht und ergreifend einen Kübel mit Salzwasser, ein bisschen Spülmittel rein. Da kommen die Schnecken rein, die sind schnell tot, lösen sich dann halbwegs auf. Und wir schütten sie in den Kanal, der ist direkt vorm Haus. Ende Gelände. Die neue Methode, die ich mir jetzt zusammen recherchiert habe, das mit dem ungelöschten Kalk, mit dem Brandkalk, die soll wirklich gut funktionieren. Keine Ahnung, warum das nicht mehr verwendet wird, angewendet wird, weil in Wahrheit ist es völlig klar, was der ungelöschte Kalk macht. Der entzieht den Schnecken das Wasser. Zumindest soll das so passieren. Und wenn man das konsequent anwendet, sprich die typischen Stellen von den Schnecken, eben die Ränder vom Hochbeet, entlang von Mauern, schmale Streifen streuen, bitte immer aufpassen. Löschkalk, ungelöschter Kalk ist wirklich ein gefährliches Zeug. Aber das Zeug ist nicht harmlos, also ganz im Gegenteil. Die chemische Reaktion, wenn ungelöschter Kalk mit Wasser in Berührung kommt, die ist sehr heftig und ist auch nicht gleich vorbei. Also das kommt darauf an, welcher
ungelöschte Kalk das ist, ob das Weichbrandkalk, Mittelbrandkalk oder Hartbrandkalk ist, das entscheidet, wie lange die Reaktion anhält. Also das kann von wenigen Sekunden bis zu einer Viertelstunde gehen. Darum habe ich jetzt im Hochbeet, wo die Laufenden nicht dazukommen, habe ich alle Rinder mal bestreut. Jetzt werden wir uns das anschauen. Und dort, wo ich das schon gemacht habe, dort ist für mich beobachtbar weniger Schneckenfraß, also sehr viel weniger Schneckenfraß. Natürlich, die Schneckenkragen sind auch noch ein Thema. Wir haben ein paar, speziell für die ganz heiß begehrten Pflanzen wie Sellerie, die ganzen Kohlpflanzen, da fahren ja die Nacktschnecken voll drauf ab. Die tun wir teilweise mit diesen Schneckenkragen schützen. Und die Blechkrägen, die sind zwar stabiler, logisch, Blech, aber bei unseren Mengen absolut illusorisch, die zu kaufen. Das ist totaler Quatsch, ich gehe nicht für das Zeug arbeiten. Da gehe ich lieber einen Tag länger oder einen Morgen länger Schnecken sammeln, bevor ich mir das antue. Weil es da um hunderte Euro geht bei unseren Mengen. Das sind an und für sich die Methoden, die ich kenne, um Schnecken zu bekämpfen. Vieles ist bekannt, das mit dem ungelöschten Kalk ist eine neue Variante, die habe ich gefunden, die teste ich jetzt. Vom rein logischen und vom chemischen Vorgang ist es komplett klar, dass es funktionieren muss. Ob es das auch in der Form tut, ob das so reicht, werden wir sehen, das werde ich beobachten. Es ist natürlich auch so, wenn der ungelöschte Kalk mit Wasser in Berührung kommt, dann ist irgendwann diese Reaktion vorbei und dann hast du normalen Kalk. Normaler Kalk darf aber ins Hochbeet nur in sehr homöopathischen Dosen, drum auch nur am Rand. Also bitte streut den ungelöschten Kalk nie irgendwo hin, wo Nutzpflanzen stehen oder auch wo eure Viecher dazu können. Das verursacht schwerste Schäden und eure Pflanzen sind sowieso dann alle tot. Ja. Darum bitte seid vorsichtig mit dem Zeug, aber ich denke, dass es eine effiziente Methode ist. Schauen wir, es wird sich weisen. Wir werden das im Auge behalten und ich werde euch berichten. Ja, das war es an dieser Stelle schon wieder von mir. Da hinten haben wir den Bereich, der mir derzeit die meiste Freude bereitet, weil es ist eine Katastrophe. Wir haben jetzt drei Wochen von 4 Wochen haben wir Regen gehabt. Es ist ungewöhnlich kalt wieder mal. Also das ist so ein typischer Frühling, wie ihn ein Gärtner überhaupt nicht brauchen kann. Es ist alles viel zu spät dran. Und ja, der einzige Spaß ist da. Da hinten die Paradeiser, die werde ich jetzt dann nach und nach aufbinden. Die sind tatsächlich jetzt schon einen halben Meter teilweise größer, blühen reichlich. Es wird sich nicht ausgehen, dass ich bis Anfang Juni die ersten Paradeiser habe, aber bis Mitte Juni geht es sich doch noch aus. Irgendwann wird es ja hoffentlich mal warm werden. Für die Feuchtigkeit kann ich schon sorgen, aber ich kann mich nicht draufsetzen, ich kann die Tomaten nicht ausdrücken. Ansonsten Salate ohne Ende, mehr als wir jetzt essen können. Es kommt schon wieder die ganze Verwandtschaft zu uns, Salat holen. Das ist auch so gedacht, das ist auch so gewollt. Wir haben es und die brauchen es nicht anbauen. Und bei uns wächst es gut. Also wenn ich euch da mal ein bisschen mehr reinschauen lasse, da warten schon die Paprika, Chilis, Peperoni, ein Teil davon auf die Auspflanzung. Die roten Rüben hier zum Beispiel am Rand, die sind ganz toll. Kaffeehol kommt auch schon, ich sehe schon die ersten Kugeln. Also das ist derzeit der Platz, der am meisten Spaß macht. Natürlich, ja, die Kartoffeln kommen auch schön raus. Wir haben jetzt die letzten Kartoffeln gelegt. Ganz klassisch in Reihen
abgedeckt, aber ich habe schon gesehen, dass mit dem Stroh bzw. mit der Hulchbedeckung, das funktioniert einwandfrei. Es funktioniert auch die Kartoffel im Sack einwandfrei, also die ist sogar fast noch besser wie unterm Stroh. Ja, die Erbsen, die können wir wahrscheinlich nochmal neu aussehen. Die sind entweder sind die ersoffen oder erfroren. Das kann ich mir jetzt aussuchen, ich kann es mir denken. Mein bekanntes Problem mit den Maiglöckern hat natürlich jetzt verhindert, dass ich Karotten kriege, weil wir dort permanent Maiglöcker ausstechen und der gesamte Platz wird wahrscheinlich für heuer zumindest verloren sein, bis ich mir sicher sein kann, dass die Maiglöcker weg sind. Ich möchte mir wirklich das Ausschaufeln der Erde möchte ich mir ersparen, obwohl ich schon genug freiwillige Hände hätte, damit wir das schnell über die Bühne bringen können. Aber ja, wenn es so geht, wäre es mir lieber. Ansonsten, ja, der Wetterbericht sagt, es wird besser, irgendwann nächste Woche. Die Eisheiligen sind am Montag vorbei. Dann werde ich auch das komplette Material für das Gewächshaus, das ich schon angekündigt habe, da haben. Dann wird das ruckzuck gebaut und aufgestellt und auch schon bepflanzt. Wir haben schon einen Großteil der Pflanzen auch. Und ja, hoffen wir mal, dass es irgendwann besser wird. Ansonsten, wir können es ja nicht ändern, wir können uns nur danach richten. Lasst euch nicht unterkriegen, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, bleibt mir treu, stellt Fragen, ich versuche sie zu beantworten, so gut es geht. Ansonsten schönes Wochenende und viel Spaß im Garten. Zieht euch warm an, es ist...